Als ich das erste Mal in die Ronmühle Schötz gereist bin, hatte ich zu wenig Zeit eingerechnet. Ich hatte unterschätzt, wie lange man sich mit 7000 Objekten verweilen kann. Es hatte viele Besucher und war lärmig. Sollte die Musik damals schon gespielt haben, war sie mir nicht aufgefallen. So fuhr ich am nächsten ersten Sonntag im Monat wieder hierher. Es hatte weniger Besucher und es geschah, als ich alleine im Pfarrstübchen stand. Da schienen plötzlich lange und tiefe Geigenseufzer vom Boden zu meinen Ohren aufzusteigen. Ich suchte den Boden mit Blicken ab und schrak auf, als plötzlich eine große, zerbrechlich wirkende Frau neben mir stand. Ihre Haare, die sie zu einem Dutt gesteckt hatte, waren schneeweiß, die Haut aber war faltenfrei, seltsam gespannt, leicht wächsam. Sie sah nicht zeitlos aus, sondern regelrecht wie aus der Zeit gefallen. Ich fragte, ob sie das Geigenseufzen auch hörte. Natürlich, sagte sie, im Musikzimmer unter uns wird eine Schallplatte gespielt. Das erleichterte mich. Die Klagemusik hatte mir Gänsehaut über den Rücken gejagt. Auch an diesem Sonntag reichte die Zeit nicht, um mir alles anzusehen. Aber in welchem Zimmer ich auch war, die Klagegeige wurde nie leiser, was, so dachte ich mir, mit der Bauweise des Gebäudes zu tun haben musste. Beim nächsten Besuch nahm ich zuerst die Plattenspieler ins Visier. Ihre feinen Staubmäntel zeigten keinerlei Fingerabdrücke. Gedankenverloren ging ich die Treppe hinauf und ins hintere Zimmer rechts zur Geisterkammer, die ich mir noch nicht richtig angeschaut hatte. »Sie glauben mir nicht«, sagte eine wütende Stimme hinter mir, als ich auf die Kammer zuging und ich fuhr herum. Vor mir stand ein Mann, der aussah wie die Frau, die ich beim letzten Mal gesehen hatte, nur dass die weißen Haare nun wie ausgefranste Seile an ihm hingen. Oder war es schon letztes Mal ein Mann gewesen? Und war er oder sie auch eher in ein weißes Tuch gewickelt als gekleidet gewesen? Was meinen Sie? Fragte ich und versuchte, mein Herzklopfen mit ruhigem Atmen zu beruhigen. Die Musik, schnaubte der Mann, und mit den Worten kam mir ein Geruch entgegen, der mich fast ohnmächtig machte. Genau so hatte die Amsel gerochen, die mein Kater nach Hause geschleppt und hinter dem Sofa versteckt hatte. Ihr Geruch hatte mich schließlich zu ihr gelotst, als sich bereits unzählige Maden durch ihr Fleisch schlängelten. Ich trat einen Schritt zurück. Die Musik, sie spielt immer, und in der Nacht, da tanze ich, sagte der Mann, und schon zog sich ein langer, tiefer Geigenseufzer durch den Raum. Ich rannte aus dem Zimmer die Treppe hinab bis zu Andrea, die an der Kasse saß. Hörst du das? Fragte ich sie. Sie lauschte. Nein. Aber ich konnte es hören. Das Seufzen schwoll an und ein Glänzen fiel aus dem Musikzimmer. Der Plattenspieler, rief ich und ging hinein. Das Heulen brach ab. Die Nadel lief aus. Es blieb nur ein Rauschen. Ich versuchte, die Sütterlin-Schrift auf der Schallplatte zu entziffern. Tanzmusik für... Die Schrift war recht abgeschabt, doch dann konnte ich das letzte Wort entziffern. T-O-T-E. Glaube mir, flüsterte es, der Geruch der Verwesung stieg mir in die Nase, die Stimme keckerte gehässig und fuhr fort, sag an diesem unbeschreiblich weiblichen Abend allen, dass ich hier tanze. Woher wusste dieses Wesen, dass ich am 4. September, ich drückte die Augen zusammen, das musste ein Wahn sein, und als ich die Augen wieder öffnete, war die Schallplatte verschwunden. Nun, meine Damen und Herren, es kann sein, dass über uns ein Wesen tanzt, eine Frau vielleicht oder ein Mann, körperlos irgendwie und nicht scheu. Vielleicht hatte das Wesen auch Lust, heute Abend auszugehen, aus und in den Keller. Schauen Sie sich um, vielleicht sitzt es neben Ihnen.